Das Wetter hat leider nicht ganz mitgespielt. Zu einem Baustellenfest haben die Stadtwerke Schwerin, die Liegenschaftsgesellschaft des Landes LGE und die Stadt Schwerin am Freitag auf das neue Baugebiet in Friedrichsthal eingeladen. Zukünftige Bauherren konnten sich über die Erschließung, Bebauungsmöglichkeiten und die Energie- und Medienversorgung informieren. Es ist sehr groß für Schweriner Verhältnisse. Es schließt eine Lücke. Viele wissen vielleicht, als damals Friedrichsthal neu gebaut wurde, also jetzt heute alt, sollte ja zwischen dem ganz alten Teil und dem neuen Teil auch bebaut werden. Also wir haben ja damals schon hier Fernwärmeerschließung vorgenommen, die dann eigentlich 10, 15 Jahre lang vor sich hingedümpelt hat. Also wir sind sehr froh, dass sich diese Lücke jetzt schließt. Und ich denke, es ist eine attraktive Gegend hier in Schwerin, Richtung Wald und Natur raus. Und das Interesse scheint es ja auch zu bestätigen. Bis zur Fertigstellung des gesamten Baugebietes im Jahr 2021 rechnet die Liegenschaftsgesellschaft des Landes mit einem gesamten Investitionsvolumen von 14,8 Millionen Euro.